Was für Skills in der letzten Folge. Ja, willkommen zurück auf GameTube, Ihrem Battlefield 4 Kompetenzzentrum. Jetzt darf ich mal ein bisschen was kaputt machen. Ja. Ich denke, unsere Videos werden demnächst GameStar hilft ersetzen. Wir nennen es GameStar so nicht. Schon wieder kritischer Schaden, was ist da kaputt? Ich auch nicht. Also du offensichtlich, aber... Aber ich habe mich schon repariert. Schon geht's mir wieder besser. Geht's wieder besser. Diese Zäune musst du wegschießen, das sieht super aus. Ah. Oh, warte mal, schieß an. So einer auf dem Dach, oder? Das klingt wie so Modellflugzeuge, so ein bisschen. So, weißt du, mit diesen kleinen Propellermotoren so. War noch Raketen. Holla. Holla. Och. Sehr schön. Jetzt müssen wir erst nachladen. Oh. Wie die das alle immer überleben, weißt du? Ja. Die werden von einer ausgeworfenen Patronenhülse getroffen, dann sind sie tot, ja. Aber ach, guck mal, der ist jetzt aber runtergefallen, ja. Das war's dann. Aber was Raketen und sowas angeht, ey, haben alle nur raketensichere Westen an, aber keine kugelsicheren. Oh, da legt er den Rückwärtsgang ein hier. Ja, brauchst du gar nicht verstecken. Ja. Oh, das war der raketensichere Holzzaun. Ja. Hat er sich gerade selber gesprengt? Ich habe da nicht sonderlich aktiv mitgeholfen. Wow, den wollte ich doch kaputt machen. Aber da kam doch ein Schuss von hinten, der den kaputt gemacht hat. Sollten wir nachsehen, wer das war? Überfahren ist irgendwie effektiver als auf was schießen, oder? Das ist wie bei Command & Conquer früher. Stimmt. Statt auf Infanteriesoldaten zu schießen, einfach nur drüber. Es fehlt nur das Knackgeräusch. Oder so eine Aufforderung, $50 für die Kettenreinigung, wie bei Teacher Busters früher. Hier geht auch keiner ohne Raketenwerfer aus dem Haus, glaube ich. Nee. Von irgendwie macht es den Eindruck, als würde das hier alles irgendwie gar nichts groß bewirken. Ach doch. Sag mal, in Zweier konnte man doch... Ah, jetzt hier. Das interessiert irgendwie alle gar nicht. Du redest wahrscheinlich jetzt von Bad Company 2. Ja, da konnte man doch die Häuser komplett auch mal zum Einsturz bringen. Mir war auch so, als ob das mit der ganzen Zerstörung in Bad Company 2 deutlich cooler gewesen wäre. Also ich weiß, dass es in Bad Company 1 tatsächlich auch die Gebäude noch so im Grundriss stehen blieben. Das ging noch nicht damals. Ja, das waren so vorgefertigte Wandstücke dann immer. Das war sehr offensichtlich. So ein bisschen wie bei Söldner. Aber Bad Company 1 hatte ja den Vorteil, wie ihn das nicht interessiert, was du da machst. Wahnsinn. Bad Company 1 hatte ja den Vorteil, dass es eben das noch so neu hatte. Man gesagt hat, ja, nee, das ist ja neu. Oh, das sah jetzt wieder geil aus. Manchmal, wenn du genau mit der Kamera einfach nur in die richtige Richtung schaust. Was ist denn das? Ist denn das? Ja, wirklich. Egal, jetzt ist drüber. Rein in den Park, sagt Hannah übrigens. Ich kann nicht mehr fahren. Ist ja ausgefahren. Steck mal lieber raus. Aber da schießt schon gerade einer, ne? Also. Wir müssen uns zurückziehen. Bestätigter Abschuss? Die haben wahrscheinlich den Typen da weggemacht. Ja. Den. Angeber. Ja. Ach so. Warte mal. Oh, es zielt natürlich genau nicht getroffen. Boah, du weißt doch, die sind alle raketensicher hier. Tatsächlich, die sind raketensicher, die Bäume. Schmeiß mal eine Granate in die Richtung vielleicht. So. Tada. Ah, sehr schön. Granaten funktionieren dann wieder. Ja. Aber das mit den, also mit den schweren Waffen, das ist schon ein bisschen sehr merkwürdig, dass da nichts von trifft und dass sie halt auch überhaupt keinen Flächenschaden zu haben scheinen. Ich verstehe das nicht, dass sie das nicht... Also vielleicht haben sie das gemacht, damit im Multiplayer die Infanterie nicht immer so von den ganzen Fahrzeugen so komplett... ich glaube ehrlich gesagt, dass das im Multiplayer schon stärker drin ist. Da schießen doch Leute mit einem Panzer regelmäßig auch Infanteristen ab. Also auch mit dem Geschütz. Ich meine, kannst du dich daran erinnern, wie wir da in der Stadt auf die Leute geschossen haben? Ja, ja, klar. Aber ich weiß. Ich verstehe aber nicht, wieso es denn gerade im Singleplayer. Jetzt sieht diese Bodendetails mit den Blättern, sehen sie gerade zum Beispiel irgendwie fantastisch aus. Mhm. Das ist echt sehr wechselhaft. Ne? Also das ist jetzt richtig cool. Bis auf diese grisseligen Schattendinger, die da so ein bisschen drauf lagen eben. Aber ansonsten sehr, sehr cool. Aber an anderen Stellen dann so. Die Engine, das ist halt echt der Vorteil, den sie haben. Diese Engine kann halt.
künstlerisch muss man an manchen Stellen sagen, offensichtlich hatten sie entweder kein Geld oder kein Bock, da mehr rein zu investieren. Das mit dem kein Geld kann ich mir nur schwer vorstellen. Naja, also kein Geld im Sinne von, dass EA halt gesagt hat, wisst ihr was, die kaufen das sowieso uns weg aus den Händen, dann brauchen wir da auch nicht so viel reinstecken, so viel Energie. Ich glaube, DICE wird bei seiner Entwicklung eher eine Zeitlimitierung haben als eine Geldlimitierung. Okay, gut, aber Zeit ist ja in dem Sinne dann auch am Ende des Tages Geld. Klar, aber bei sowas, weißt du, bei allem, wo sie sagen, da können wir jetzt nochmal 200 Leute draufschmeißen und dann wird es noch geiler, das wird wahrscheinlich das kleinste Problem sein. Oh, leer geschossen. Passiert einem Shooter heutzutage auch so eher selten, oder? Dass man leer geschossen ist? Ja, dein Fehler ist so selten zu sterben. Dann kriegst du wieder die volle Munition. Das ist auch ganz nett, wie da diese ganzen Patronenhülsen so rausfliegen. Schon schick. Auf jeden Fall. Die Waffe sieht auch richtig gut aus. Wo ist er denn? Ist hier so Penetration? Ja, oder? Ja, klar, du kannst ja schon durchholzen. Durchschießen, ja, genau. Die Experten sagen so. Ja. Oh, schau mal, der hat einen Helm, da geht da nichts. Scheint irgendwie so eine Art Heavy zu sein. Das ist genau die Sorte, die du vorhin wahrscheinlich überfahren musstest mit deinem Panzer. Oh. Ha. Vielleicht. Es ist deshalb auch, dass wir die nicht töten, weil die einfach zu gut sind, zu gut gepanzert. Die Sorte Panzerung, die würde ich gerne sehen. Und jetzt sind wir drin und schon fängt es wieder an, so mäßig auszusehen. Ja, drin ist wirklich nicht so die Welt. Von dem. Ah, jetzt ist wieder Munition da. Aber das und das hier sofort wieder cool. Also ja. Warum die überhaupt Innenräume haben? Sollte alles auf freiem Feld stattfinden. Sollte so eine apokalyptische Welt sein, in der alle Häuser zerstört wurden. Das ist das, was Battlefield als Szenario braucht. Auch so hättest eine. Du eigentlich mit Call of Duty tauschen können. Ja, genau. So eine Orbitalwaffe, wollte ich auch gerade sagen, die am Anfang alle Häuser der Welt zerstört. Aber gezielt. Und ganz nur die Häuser. Genau, ja. Warte mal, die ist aber doch nicht so geil. Was haben wir denn? Haben wir irgendwas Cooles? Cool, ich hätte gerne eine coole Waffe. Eben fandst du den noch cool hier. Hängst auch dein Fähnchen ganz schön nach dem Wind, ne? Total. Ja. Heute cool, morgen doof. Mir geht es bestimmt auch so. Im einen Moment noch so, hey, können wir mal Let's Play zusammen machen? Und so, oh, nee. Das war das letzte Mal. Ja, das war voll scheiße. Es gab mir viel zu viel Applaus für dich. Und nachdem ich jetzt eben gesehen habe, wie du da mit diesem Gamepad dich durch diesen Level deletiert hast, sowieso vorbei. Ich dulde keinen anderen Gott neben mir. Ja, trifft mal irgendwas von meinen Kugeln. Gut, dass du diese neue Waffe mitgenommen hast hier, das hat sich gelohnt. Ja. Gibt es eigentlich Statistiken zu diesen Waffen oder sowas? Also ja, riesenmassig Statistiken. Ja. Irgendwie gerade gar nicht bei dem Aussuchen, aber sieht man das gar nicht, oder? Ach so, nee, also so extern gibt es halt Statistiken. Aber du musst ja jetzt hier schön ins Battle-Log oder so ein Kram machen, oder was? Also ich meinte jetzt so in Guides und sowas. Ach so, aber du kannst nicht wie bei Call of Duty, kannst ja im Spiel meistens nachsehen, die Waffe hat die Stats, ich weiß gar nicht, ob es das auch noch gibt. Doch, hier gab es, glaube ich, schon so eine Ansicht, wie stark die Treffen jetzt am Zeug. Weil das ist ja so eine Unart. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt Call of Duty war, die das in diese Elite-App ausgelagert haben oder ob es Battlefield war, die das ins Battle-Log ausgelagert haben oder vielleicht waren es auch einfach beide. Aber früher jedenfalls ließen sich solche Sachen ja immer schön in-game nachschauen und der Trend ist ja so, die Leute in diese bescheuerten Zusatz-Social-Network-Quatsch-Dinger reinzutreiben, indem man halt irgendwelche coolen, sinnvollen Features da rein auslagert. Wie zum Beispiel im Falle von Battlefield das Starten der Kampagne. Gesehen, das hat er abgeleitet hier. Ja. Da muss er auch gar nicht nachladen. Das ist ein bisschen wie diese Javelin. Da trifft keiner von den Dingern. Aber irgendwie doch, weil es kommt ja dieses Fadenkreuz oder so. Vielleicht benutze ich die auch falsch. Ich habe keine. Ich würde es mir zutrauen. Schieß doch mal auf irgendwas anderes, was sie dann macht. Hast du denn? Ach so,
Das ist wahrscheinlich eine, die hätte ich einfach viel früher aufschalten. Die braucht mehr, also eine höhere Entfernung. Also sie fliegt dann erst nach oben. Also die Javelins fliegen doch erst nach oben und dann. Aber ich dachte, die fliegen immer gleich nach oben und nicht irgendwie. Aber ist ja egal. Ja, jetzt hast du ja. Eigentlich schon, ja. Also sie schießt ja eigentlich eher so ein bisschen nach oben ab. Und dann kommt sie halt irgendwann runter. Genau. Also so dachte ich zumindest, dass das funktioniert. Hui, das war doch auch hübsch. Und zum Glück steht da hier ein Geschütz. Kann ich das vernetzen? Ja, eigentlich. Ja. Ach, schau mal, das ist sogar ein bisschen zusehend. Schick. Das war aber wieder ganz nett. An den Seiten auch noch alles rausgeholzt. Das hingegen war ein bisschen scheiße. Und wow. Oh. Ach, das ist ja geil. Wenn dann das Geschütz kaputt geht, dann war es das, oder wie? Kann man schon irgendwie nachvollziehen. Ich meine, wenn dir so ein Geschütz ins Gesicht explodiert. Ja, aber die, eigentlich sind die ja unzerstörbar. Also mit dem Panzer kannst du nicht drüber fahren. Ja. Also, weiß ja nicht. Das war ja eher so ein Luftabwehr. Oh, da werden aber noch ein paar Texturen nachgeladen. Oh, okay. Das meinten die Kollegen wahrscheinlich mit den Grafikfehlern. Na gut, dann jetzt halt taktisch. Wurde es ja nicht anders. Das war blöd. Ja, das war überhaupt nicht gut. Was nimmt man denn da? So ein bisschen nervös hier, die Steuerung. Dann nehme ich einfach mal so eine M4. Wir haben noch gar nicht viel gesnipert, ne? Sollen wir ein bisschen snipern? Um mal hier so die komplette Battlefield-Experience rüberzubringen, könnten wir ja vielleicht das mal. Ja. Stimmt, hast recht. Aber das ist keines. Was ist denn das? Das ist vielleicht etwas Falsches genommen. Nö, es gibt ja auch diese Sniper, die so halbautomatisch sind. Da musst du dann halt meistens mehr Treffer landen. Ja. Oh, aber ist mir sympathisch. Good enough. Oh. Dann nicht. Das arme Ding. Da rechts war eine Treppe, da konntest du hoch. Stimmt, wir sind da eben gerade schon hochgelaufen. Ja, der ist aber auch immer, der ist immer für ein Messer zu haben. Manchmal folgt man aus Versehen so ein paar Partikeln und glaubt, dass das ein Gegner ist. Markier doch mal ein bisschen rum. Stimmt, wir haben ja noch unsere Kollegen. Ach, wir nutzen die Features des Spiels viel zu wenig. Und dann beschweren wir uns. Sich immer beschweren? Ja. Ach, guck mal, ich habe aus Versehen denn da hinten markiert. Ist ja auch recht. Immer nur rummeckern können. Der hat aber sehr gentleman-like jetzt gewartet. Ne? Den Raketenwerfer solltest du da ja besser. Genau. Gott, er hat den Esstisch zerstört. Macht, dass er bezahlt. Aber seine Geschütze machen das Gebäude jetzt ja auch nicht sonderlich kaputt, oder? Also nicht, dass man das sehen würde. Eben gerade war vorne die Ecke so ein bisschen beschädigt. Aber vorhin hat er nicht so viel ausgehalten. Wobei, da hat es so vorher mit dem anderen Ding schon draufgeschossen. Also vielleicht ist der einfach so haltbar. Und das ist alles. Tauschen wir das mal aus. Wir waren völlig zu Unrecht. Haben wir hier dieses Bla. Ja, schau mal. Oh, die brennen nah. Die Schweine, will er damit sagen, oder? Dass wir, haben wir die Schweine brennen lassen. Diesmal ist es nicht so hoch gefloppt. Vielleicht haben die tatsächlich so eine Abwehr. Oh, geh doch wieder an das Ding da vorne, oder? Nee, das hast du doch schlechte Erfahrung mitgemacht. Nehmen wir mal hier ein richtiges Scharfschützengewehr. Oh. Männer-Scharfschützengewehr. Jetzt hast du aber zwei, oder? Nachdem du deine andere Knarre abgelegt hast, na egal. Oh ja. Sehr schön. Kann man hier theoretisch Dings einstellen, ne? Was für ein Dings? Dieses Zeroing. Also das. Auf die Entfernung justieren. Ah, so, das ist du ja dann, neu ja, mit dabei. Genau, stimmt. Kriegsausdrücke aus Arma gelernt. So. Haben wir es jetzt, Kollegen? Jetzt könntest du aber an das Geschütz kommen. Jetzt tut dir doch keiner mehr was. Nee. Oh, yeah. Ja, aber diese Geschütze. Du hast auch deine Glückssocke immer dabei, oder? Wieso? Es ist so, nein, da ist mir einmal was Schlimmes passiert. Da gehe ich nie wieder hin. Der da hinten. Auch nicht mitbekommen, wo der Krieg ist, oder? Der wollte wahrscheinlich gerade zurück nach Hause zu Frau und Familie. Hat sich gedacht so, ey, nee, lass gut sein. Die Amerikaner wollen ja auch nur leben, sind auch nur Menschen.
kommen die manchmal her? Also manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel setzt die hinter einem irgendwie rein. So Ninja-Truppen. Stimmt. Weißt du, so früher, wie früher bei American Ninja, die so aus diesen Gras, mit Gras bedeckten Gruben im Boden springen. Stimmt. Oder so. An Seilen. Auch schon wieder eine Brücke. Brücke sind sehr gefährlich für uns. Ich halte mich von den Fahrzeugen fern, dass mir wieder was auf die Nase rutscht. Jetzt sind auch wieder die Panzerung so. Wo sind wir denn überhaupt? Guck mal, das sieht so Moschee aus. Wir sollten da zu dem blauen Dach rennen. So richtig China ist das nicht mehr, oder? Nee, oder nee. Irgendwo anders. Ach hier, was ist denn das für eine Textur? Das ist aber schon krass, oder? Du guckst ein bisschen in die falsche Ecke. Ja, der Fluss so, auch, ey, Leute. Ne? Mit diesen gleichmäßigen Mustern und so. Und die Animation scheint da still zu stehen auf einmal. Da, wo das Licht auf den Fluss fällt. Siehst du das? Da bewegt sich dann irgendwie nichts mehr. Überall grisselt es so rum, als ob da eine Wellenbewegung ist. Aber da, wo das Licht auf den Fluss fällt, ist dann nichts mehr. Das ist schon schnell husch husch hingebaut, ehrlich gesagt. Das sieht diese schon so aus. Aber du weißt ja, sie mussten ja 2 Wochen oder wie viel, oder eine Woche vor Call of Duty unbedingt rauskommen. Da gab es ja Druck. Hat doch schon irgendjemand, also ein angeblicher DICE-Mitarbeiter hat es ja auf Reddit erzählt, dass da der EA wohl Druck gemacht hat, weil sie unbedingt vor Call of Duty rauskommen wollten. Vielleicht lernen sie es ja nächstes Jahr, auch mal eine Beta zu machen, die tatsächlich eine Beta ist, nicht so eine Werbefahrt. Ich glaube, das lernen die so schnell nicht mehr. Wir erinnern uns an SimCity und das gewaltige Server-Chaos bei SimCity, wo sie ja auch vorher Beta-Keys verlost haben in der Größenordnung von 25 Stück oder so pro Magazin. Ja. Und man sich schon gefragt hat, was das wohl für eine Beta sein soll. Also weil hier, ach schau mal, hier auf der anderen Seite war Stützpunkt von den Soldaten. Hätte ja auch mal einer mithelfen können. Oder haben die hier nur ihre Leute versorgt? Der guckt doch, was er dem wegnehmen kann nachher, sobald er verreckt ist. Ja, der guckt doch hier schon so, ah ja, hier, cool, Waffengürtel, nehme ich, Abzeichen, cool. Bisschen Kleingeld. Brille passt mir auch. Ja. Ach, und das ist die Frau, ja. Ja, super. Ich rufe dann zu Hause mal. Ja, genau. Die Witwe. Ja, er hat schon die Schnauze voll. Ja. Also, nee, ich sterbe jetzt nicht. Genau. Könnt ihr vergessen. So. Oh, hübsche Frau. So, naja, mir geht's super. Nee, ist kein Problem. Ich sag ja schon, dass du heldenhaft gestorben bist. Aber mein, ich hab mir doch nur den Fuß gestoßen. Nee, ist okay. Ganz ruhig zumachen. Mach dir keine Sorgen. Ja, ganz schön neblig. Ach, guck mal, jetzt kommt noch Stadtkampf, oder wie? Nee, jetzt ist erstmal Interface weg. Trümmerkampf. Da gab's aber Bad Company 2 auch eine ganz nette Mission, wo dann alles so neblig war. Schön, euch zu sehen, Jungs. Ich glaube, an so einem Flusslauf entlang gekämpft hat. Das hier sieht aus wie eine schlechte Version vom Anfang von Battlefield 3, oder? Ja. Weißt du, durch diese engen Gassen und so und dieses Orientalische. Das ist schon ein bisschen krass, oder? Also Battlefield 3-Kampagne war jetzt nicht so der Hammer, aber da steckte offensichtlich viel mehr Liebe drin als das jetzt hier. Also als das hier auf jeden Fall, ja. Garantiert. Also da waren ja überall diese Lichtschäfte noch und so, die da zur Seite reinfielen und sowas. Wobei, aber gut war die auch nicht. Ja, aber irgendwie wirkte sie doch viel wertiger. Schon allein der Flugzeugträger-Sache, da war halt wirklich, okay, wie machen wir diese Eröffnung, dass es beeindruckend aussieht. Gut, ich meine, da war natürlich die ganze Frostbite-Engine noch so neu und beeindruckend. Ja. Jetzt sitzt man so da und denkt sich, ja, schon hübsch. Vielleicht muss man es nochmal spielen. Wen haben wir denn da jetzt? Was? Die heirate ich nicht. Okay, geht klar. Interessiert mich ein Scheiß, was Sie tun müssen. Erledigen Sie es einfach. Wir haben 3 Tage nicht geschlafen. Die Untertitel passten aber nicht zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Allerdings, Ma'am. Wir haben eine halbe Stunde, bis die Russen zurück sind. Hier sind diese Typen von Tombstone. Was soll ich mit denen machen? Aha. Genau. Was war denn das jetzt? Was war denn das Geiles? Die ist mir aber sympathisch. Ja. Wir folgen ihm. Okay. Wir haben Greenland gefunden. Meinte die denn uns? Oder, nee, die meinte unsere Soldaten, unsere beiden Trottel sollen uns folgen, oder? Also wir folgen ihr und unsere beiden Hoshis folgen uns, oder so. Oder ernsthaft? Nicht? Das war jetzt die Ich dachte, Aussage, das wäre die Ansage Satzes? Gewesen. Und das spricht ja dafür, dass sie jetzt da drin stehen. Können wir alle noch mal ein bisschen drüber nachdenken, denn jetzt machen wir eine Pause. Und ihr auch. Ciao.